Wenn Rico wüsste, dass Sora Spaß im Freizeitpark hat und er im Bauch eines Wals währenddessen ist, er wäre ziemlich mad, glaube ich. Damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Dream Not Distance HD. Ja, also Monster, ziemlich coole Ideen hier. Aber verwirrend wie eh und je. Wir haben hier diesen riesigen Raum komplett auf den Kopf gestellt. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Also hier will ich alle Truhen zu finden. Das ist, glaube ich, eine schwierige Aufgabe. Kann ich nicht anders sagen. Eine sehr schwierige Aufgabe. Ja, früher oder später werden wir es tun müssen. Beziehungsweise ich will es einfach. Ihr kennt mich doch. Ihr kennt mich doch. Ich komplettiere ganz gerne die Spiele. Eieiei. Jetzt muss ich gleich den ganzen Weg nochmal gehen. Aber das war's mir wert, denn hier war nämlich noch eine Truhe. Riku, what are you doing? Ja, man nimmt, was man kriegen kann, ganz ehrlich. So, los geht's. So war es eben. Jetzt müssen wir den Spieß nochmal umdrehen. Und dann werden wir hier weiterkommen. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir dann hier sogar alles haben. Okay. Übrigens, das Gift mache ich mal raus. Ist halt nicht gut. Macht zu wenig Schaden, leider. Vielleicht gibt's ja in diesem Spiel einen besseren Giftzauber. Who knows? War noch irgendwas, was wir nicht ausprobiert haben? Kollisionsmagnet. Zieh mal mit Magnetkraft. Magnetkraft. Gegner zu dir heran. Sie auf andere Gegner zu schleudern. Das klingt interessant. Probieren wir mal aus. Magnets in Kingdom Hearts 2 war ja nicht so der Burner, außer gegen Xaldin. Den man halt mit dem Magnet aber cheesen konnte. Aber ja, mal gucken, wie sie jetzt in Dream Not Distance. Ich finde es cool, dass so ein paar alte Zauber wieder zurückkehren, wie Schwerkraft und Magnet, ne? Auch wenn ich nie so ein Fan von den Zaubern war. Das hier ist ja kombiniert mit einem physischen Hit. Bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht. Okay. Sehr interessant. Ein bisschen was von dem fucking Young Xehanort Kampf aus. Kingdom Hearts 3 Remind DLC von den Datenfalls. Durchaus interessant. Oh, wo sind wir denn jetzt? Speiseröhre oder so? Weil ich der Röhre bin. Ja, erstmal noch eine Tour. Jo, alles sieht gleich aus. Wasserfass, was soll das sein? Alles sieht halt irgendwie gleich aus, ne? Oh mein Gott, diese Eisgegner! Meine Fresse! Mach die nicht! Die Eisgegner sind echt widerlich. Holy shit. Und. Boom! Ey, das ist cool. Hochheben und auf die anderen Gegner schleudern. Das hat was. Ich mag's. Ich mag's tatsächlich. Das ist, glaube ich, erstmal drin. Ziemlich kreativ. Alright. Oh, ein Speicherpunkt. Das verheißt nichts Gutes. In den meisten Fällen zumindest nicht. Vor allem, ich werde ja gleich wieder rausgeworfen. Ach du Scheiße. Riku steht jetzt schon seinem Boss gegenüber. Kann das denn sein? Sie in Seng Schrummer. Oh fuck. Weiß nicht, ob wir den jetzt noch schaffen, ne? Lass mal gucken, was der für Moves hat. Erstmal die Patterns studieren. Ja, wow, ich kann aber die Patterns nicht studieren, weil ich gleich wieder aus dem Spiel geschmissen werde. Oh mein Gott, das hasse ich bei Dream Not Distance. Jetzt kann ich punishen, oder? Oh no, to be honest. Ne, irgendwie muss ich mal gucken, ob man den erwischen kann. Noch nicht ganz geheuer, dieser Boss.
Lunra erstmal auf den Gegner knallen. Boom. Da sitzt. Ist aber ready. Den werde ich nicht benutzen, weil ich glaube, den Boss schafft man sowieso nicht. Ja, ich werde wieder rauskatapultiert. Das gibt's doch nicht. Oh, er hängt sogar an der Decke. Was ist das denn? Oh, es ist ein Bomben. Okay. Interesting. Genau, auf den Boss können wir uns freuen. Der scheint ein bisschen komplizierter zu sein. Ah, hier kann man das wieder umdrehen. Ja, moin. Ist das cool. Ja, das bringt's, ne? Wenn jetzt eh wieder rausgeworfen werden. Oh. Scheint tatsächlich ein bisschen komplizierter zu sein. So, Boss. Ja, das nächste Mal, wenn wir mit Riku hier am Start sind. Da wird jetzt interessant. Definitiv. Da wird jetzt interessant. Könnte natürlich jetzt. Ne, nächstes Mal mit Zora könnte ich auch hervorteilen, Mann. Das hat schon ganz schön viel Schaden gemacht, ne? Hm. Naja, was soll's. Ah, es ist nicht schön, wieder hier zu sein mit Zora. Ja, Monstro ist ein bisschen bedrückend, wenn man weiß nicht so wirklich, was abgeht. Weil der Bauch eines riesigen Wals. Man hat ja keine Wahl. Und hier ist so halt richtig am Chill im Freizeitpark. Schon ein bisschen was anderes. Oh, Level 18. Bin gespannt, was sein Boss ist. Oh yeah. Jetzt sogar der Angriff auch drauf, ne? Sind wir von hier gekommen? Ach, ich finde es immer blöd, dass man sich so neu orientieren muss. Aber hier sind wir gekommen damals. Dann müssen wir hier weiter. Wohin führt das Ganze? What's this? Take this over here. Nimm das. Oh nee, das wird so ein bösartiger Panda. Und Stier. Ist noch so einer. Oh no. Oh no. Alleine. Ist ja keine Bedrohung. Tut mir leid. Was mache ich jetzt hier? Ich glaube, ich kann das Ding zum Drehen bringen, kann das sein? Ich sah so aus. Kann es sein, dass ich hier noch gar nicht hin muss? Ah, doch. Das geht einfach so auf. Shit, ist das creepy, das Face. Ha, guck mich an, ich will spielen. Wow, und der verfolgt uns sogar mit dem Blick. Ultra creepy. Holy shit, Leute. What's this? Feuerbühne. Nein. Schon wieder unterbrochen. Was hat der eigentlich für ein... Kreuzung? Nee. Doch, Kreuzung ist das. Was hat der für eine Fähigkeit? Let's see. Oh, das ist cool. Mit so Doppelgänger. Das ist nice. Doch, das gefällt mir. Das ist eine gute Fähigkeit. Tatsächlich. Oh, jetzt bin ich in der Luft. Aua. Scheiße. Ja, der Graf ist nicht das, was er mal war. Ach, Dracula, ey. Super. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Oh, ich bin schon so nah. Was ist das? Nur einer? Okay, alright. Was hat denn der Panda-Bär drauf? Schwingschleuder. Wollen wir gleich ausprobieren, den nächsten Gegner. Oh, sag nicht, Zora ist auch bei seinem Boss. Bei seinem Boss. Was ist das? Es kann sein, dass Zora jetzt auch seinem Boss gegenübersteht. Die Potion. Puppenfahrt. Pinocchio, are you here? Pinocchio! Jiminy! Help me, Jiminy!
Oh, my stars above! We've got to do something! Okay, I got it covered. Oh, Pinocchio, look at you! I think for now, you two better get out of here. Oh shit, ist hier ein fetter Boss. Das ist die Musik, die auch beim Phantom gespielt hat, ne? Ne, es sind nur Gegner. Lol, im Zirkus wie bei Ape Escape, Spectreland. Okay, Ballon. Oh, unsere Traumfänger sind diesmal nicht an unserer Seite. Eieiei, okay. Ich glaube, Balloonra soll man auch mal mit Sora ausrüsten, ne? Schon besser im Ballon zaubern. Lol, der hat seinen Spaß hier mit dem Trampolin oder was. Geblockt. Sorry, du Model. So, hoch mit dir, mein Freund. Freund und Kupferstecher, Kollege. Alter, was? Wow, wo kommen wir jetzt auf einmal alle weg? Das ist uncool. Ja, ja, gegen drei davon. Ach du Scheiße. Okay. Das ist gar nicht so leicht, Leute. What the fuck? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob man das so einfach blocken kann. Aber auf jeden Fall kann ich das heilen. Ey, jetzt hört mal auf hier. Mit dem scheiß Trampolin-Action-Gedöns hier. Ja, Alter, wie viele Panda-Babys sind denn hier jetzt? What the actual fuck? What the actual fuck? Wie komme ich hier raus? Irgendwie so ein Gefühl, dass hier unendlich Gegner kommen. Brauche ich die Hilfe von denen? Muss ich einfach nur ein bisschen bouncen. Ich glaube, ich muss einfach nur hier raus. Wow. Okay, scheiße. Scheiße, Leute. Mit denen ist nicht zu Spaß. Oder kann ich, muss ich die doch besiegen? Ich weiß es nicht genau. Das ist das Problem, wenn es blind ist, ne? Ja, okay, ich muss sie besiegen. Alles klar. Sora. Oh! Boah, das war schwer. War schwerer als Bosskampf. Ih, war das eklig. Schwarzfreund, damit können wir höher springen. Boah, war das eklig. You again? Samnus? This is impossible. My, my. A hollow puppet that's managed to grow a heart. Just imagine that. Pinocchio isn't anything like you nobodies. But if Pinocchio could be given one, shouldn't you be able to have a heart inside you too? Maybe so. However, do not forget that you yourself are not so very different from us. How am I anything like a nobody? That doesn't make any sense. Ha. Die reden immer in Rätsel, ne? Schon ein bisschen komisch. Organisation 13, niemanden. Ja, man kennt das. Kingdom Hearts 2, yo. Ich scroll mal langsam durch. Aber habe ich natürlich auch schon Let's Plays. Ein Stream-Projekt auf Prouds, Final Mix und natürlich das Original auf der PlayStation 2 auf Deutsch. Findet ihr alles auf meinem Kanal. Kingdom Hearts 2, immer noch eins der besten Kingdom Hearts-Teile, wenn nicht sogar das Beste. Teilt sich halt der Platz bei Kingdom Hearts 3. Seit Remind draußen ist, ist es halt genauso gut wie Teil 2, mein Wort nach. Alright! Ja, das war ja was, ey. Es war echt scheiße schwer. What the fuck? Was haben wir hier? Besiege alle Gegner ohne Kommandos einzusetzen. Das kriegen wir hin. Oh, ich hätte mich aber vorher heilen sollen, ich Idiot. Naja. Ja, hey, aber die sind nicht so gefährlich hier. Ohne Kommandos einzusetzen. Wow, wow, was ist das? Problem ist, ohne Kommandos kann ich hier nicht mehr heilen, ne?
Ohne Kommandos kann ich mich nicht heilen. Ich auf die Drops von den Gegnern angewiesen. Ja, Lebenskügel geben. Das sind die letzten Gegner. Yeah! Na? Auch noch eine Mietze hier. Alright. Das geht aber bislang. Nicht wirklich schwer. Nee, das ist easy. Tch. Nichts im Vergleich zu dem eben. Ja, na levelt oder was? Wir leben so heftig. Also mit Panda-Bären, puh. Viel auf einmal kam, ne? Das war echt scary. Lok-Shoku-Set. Schöner Zirkus auf jeden Fall. Dieser Puppengang hat ja eigentlich auch gar nichts mit dem Zirkus zu tun gehabt. Jetzt sind wir endlich mal in dem richtigen Zirkus, ne? Very nice. Kann ich da nochmal rein? Ich kann mir vorstellen, dass da unten noch was ist. Ach so, er ist gegangen. Nee, aber hier scheint tatsächlich nicht zu sein. Ah, Soundtrack ist so geil. Richtig gut. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Hier geht's nicht weiter. Müssen wir wieder zurück? Ah, Xemnas und Xehanort, ey. Die reden in Rätseln. Redet doch mal vernünftig mit den armen Sora. Er weiß doch gar nicht, was ihr von ihm wollt. Oh shit. Am nächsten Part gibt's, glaube ich, Boss-Action, wa? Sowohl von Sora als auch von Rico. Stimmt, ich wollte mal hier Panda ausprobieren. Ja, Kung Fu Panda, los geht's. Yo, 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 das war cool. Super krasser Risiko-Tackle. Das war einfach nur ein mega heftiger Risiko-Tackle, kann man sagen. Not bad. Not bad at all. So, Kaiju Level 17. Der Frosch levelt. Sei kein Frosch. Oh, die haben schon wieder Link ready. Hier Feuer. Nicht mehr der Komet, ne? Und hier wieder Gegner. Tatsächlich. Dann probier was. Ihr Feuer. What's this? Oh. 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 Okay. Das sah interessant aus. Hat sich wirklich stark, aber sah sehr interessant aus. Was den Ballon-Ra wollte ich ja noch einnehmen. Ja, mach ich gleich. Let's go! Gegner in Nähe? Eigentlich nicht. Ballon-Ra. Wo ist es denn da? Sehr, sehr gut. Feuermühle. Ja, Feuermühle gefällt mir eigentlich immer noch. Und die Grava ist so gut mit Funkra. Du! Kann ich sehen lassen? Ach, Sportsfreund! Dabei aus! Ich hab Sportsfreund bekommen. Willst du einfach so reinmachen? Okay. Ah, nee, ich muss den Sprung ersetzen. Das macht Sinn. Okay. Alles klar. Gut. So, hier mal raus verschwinden. Da gab es ja noch einen anderen Weg in so einen komischen Tunnel. Vor diesem Puppengang. Oh, Balloon-Ra, los geht's. Yo. Normale Ballonzauber ist eher so, um Minen zu legen, um sich selbst zu schützen. Balloon-Ra ist komplett offensiv.
bounce die Ballons ja hin und her. Und zack! Was? Nein! Ich bin eingefroren. Oh nein! Definitiv nicht cool. Mauzi Level 23. Gebt nochmal einen netten Reminder, wenn Mauzi Level 25 erreicht hat, dann kriegen wir Tigra. Stärksten Heilzauber. Und das ist auch wirklich mein Ziel. Well, I hope they got home safe. You must be Sora. Oh, yes, ma'am. And you must be the Blue Fairy. That's right. And I'm afraid that I have grave news. Good Geppetto went off to look for Pinocchio, and he was swallowed by a whale named Monstro. What? Have you told Pinocchio and Jiminy about it yet? Yes. And when I told them Geppetto was still alive inside the whale and at the bottom of the sea, those two little ones ran off at once. They're very determined to save him. But that's crazy. I've got to find them. Auf der Suche nach Monstro. Rückblende. Wieso so? Er ist in der Wahl kommt. I've heard of him, Pinocchio. He's a whale of a whale. Why, he swallows whole ships alive. And besides, it's dangerous. Why, Goodbye, Jiminy. Goodbye. I may be live bait down there, but I'm with you. Ah. Okay, das war ja eine kurze Szene. Eine sehr, sehr kurze Szene. Was? Ich muss jetzt wieder zum Meeresgrund? Hey, 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 das war eine riesige Welt. Aber mir gefällt sie. Tatsächlich. Vielleicht sogar schon besser als die Tron-Welt, wo ich die auch sehr mochte. Vielleicht ist es aber wirklich Traverse Town. Und selbst Traverse Town war nicht schlecht. Vielleicht werden sie echt gut in Dreams of Distance. Vielleicht noch keine richtige Scheiße. Das ist echt super. Niemals 1 beispielsweise hatte nicht so coole Welt. Niemals 1 meiner Meinung nach mit die schlechtesten Welten. Vor allem für niemals Teilen. Zumal die auch teilweise so kryptisch sind. Und nicht richtig weiß, wo er hin muss. Feuermühle! Ah, müsste sehr effektiv sein, ne? Das sind ja Eisgegner. Mann, lass mich doch durch, Fetti. Dicky Dick. Oh, ihr Feuer! Los geht's! Let's do this shit again! Oh yeah! Kamehameha! Yo! 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 Macht Spaß, damit zu arbeiten. Nice! Oh yeah! Oh yeah! Boah, währenddessen ist man unverwundbar. Das ist stark. Das ist verdammt stark, Mann. Hallo? Hallo? Das ist, wenn ich immer so hart gekommen werde von allen Seiten, ey. Oh, der ist schon down. Den habe ich ja auch eben voll getroffen, ne, mit dem Buschelierfeuer da. Jo, wo geht das denn hin? Ey, es ist so cool gemacht. Diese Welt ist ein Meisterwerk. Jetzt mal ohne Scheiß, diese Welt ist ein fucking Meisterwerk. Weil es super abwechslungsreich ist. Und ich werde gleich wieder rausgeworfen. Oh nein, super, ja, mein Boss, bei Riku. Da weiß ich schon, wo ich den Cliffhanger war. Was ist das? So dieser sonderbare Frosch. Willst du kämpfen? Muckst du, Alter? Ich mach dich kaputt. Schalte den Traumfänger aus, wenn das die Zeit noch zulässt. Ich denke nämlich nicht. Ich denke nicht, dass es noch funktioniert.
Antigrafa, Balloon. Feuern wir, zack. Ich glaube nicht, dass wir noch mal. Er ist immer noch angeschlagen, ne? Von damals, kann es sein. Das ist cool. Immer noch angeschlagen. Und halt mittlerweile auch noch mehr Damage, ne? Lunra! Boom! Junge, das hat gesessen, ne? Jetzt ist es die Zeit, die uns zerstört, ey. Ich glaub's ja nicht. Jetzt ist es die Zeit, ne? Alright. Da haben wir ordentlich was bekommen. Racheknall. Das muss, glaube ich, warten, weil ich würde gerne Hybridenhelfer aktivieren. Stufe 3. Aber die Transformation zu Riku machen wir beim nächsten Mal, Leute. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Und dann starten wir direkt mit dem Bosskampf in Monstro. Bin gespannt, wie das Ganze dann strukturiert ist. Wir haben schon ein bisschen was gesehen vom Boss. Mit Raumveränderungen und so. Ja, sieht sehr vielversprechend aus. Können gespannt sein, Leute. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.